Hallo aus Berlin, wir sind hier bei Frauenzimmer und ich habe zwei Frauen getroffen, die schon vor 13 Jahren ein Unternehmensfrauennetzwerk gegründet haben. Margit Eicher, wieso war das damals notwendig? Wir empfanden das so, dass sie für die Zimmerer in Bayern hauptsächlich für die Männer, also für die Zimmermeister, Kongresse oder eben Themen geboten wurden. Und dabei war es so, dass oft die Frauen diejenigen sind, die im Büro im Hintergrund die hauptsächliche kaufmännische Arbeit leisten. Und da war eigentlich Nachholbedarf. Wir wollten unbedingt im kaufmännischen Bereich und im persönlichen Bereich da weitergebildet werden. Und eine, die sich auch engagiert hat, ist Hildegard Recker-Drees. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja. Wie hat dich das persönlich und dein Betrieb weitergebracht, dass du in diesem Frauennetzwerk bist? Das war das Netzwerk, ja. Dieses Netzwerk, das uns verbunden hat, wenn wir uns getroffen haben. Es war einfach ein Hallo. Die Frauen waren auf einmal da. Die Frauen und die Männer waren erstaunt. Oh, was machen die Frauen da? Ja, das war gut so. Und ihr seid ja total offen und ja. Ihr wirkt total extrovertiert, aber du hast verraten, eigentlich bist du eher schüchtern, hatte ich auch dieses Netzwerk. War ich früher mal. Das ja. Hat das auch aber es ist vorbei. So, und das ja. Hat auch durch das Netzwerk ja, oder so? Ja, ganz sicher. Selbstbewusster zu werden und ja. Okay. Und wir haben sehr viele Module gemacht und Seminare gemacht. Was ist super und wird hoffentlich noch stärker werden. In der Runde der Frauen war eine große Offenheit eigentlich ja. Immer und gegenseitiges Verständnis, weil man da auf der einer Ebene ist. Und zwar ohne jetzt die Männer, sondern es sind auch sogar Freundschaften entstanden und gute Zusammenarbeiten ja. Entstanden. Ja. Und ihr seid ja hier jetzt auch bei Frauenzimmer, das ist ja das erste Mal, dass das stattfindet. Hat sich das gelohnt, dass das organisiert worden ist? Also, oh ja. Ja, absolut. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall, es ist eine tolle Organisation, es sind hervorragende Referenten, es sind tolle Themen. Also ich muss sagen, allen Respekt und Gratulation ja. An das Team, absolut. Die das organisiert ja. Haben. Okay. Herzlichen Dank. Es hat viel Spaß gemacht. Genau. Dank ja, an die ja. Ja. Organisatoren ja. Sozusagen. Ja. Genau. Ja. Und wenn man mehr über euch wissen will, wo kann man denn da nachschauen? Das ist jetzt für die Unternehmerfrauen in Bayern. Das wäre die im Internet unter www.zimmerer-bayern.com findet man was über uns Unternehmerfrauen in Bayern. Und ansonsten muss man schauen, im Bundesverband weiß ich jetzt nicht, aber man findet man bestimmt und auch dann was. Ja, genau. Okay, dann vielen Dank und dann wir grüßen aus Berlin. Tschüss! Ciao!